Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft mit Mike. Ja, wie ihr seht, ich habe es hier... Geh da runter. Ich habe es hier unten rechts in der Ecke mal eine Facecam eingeblendet. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Warum ist hier kein Tank drauf? Ob ihr das gut findet oder nicht. Ich habe ja jetzt erstmal keine Reaktion von euch bekommen gehabt. Das hier ist am Überfüllen, aber dann bleibt... Entschuldigung, dann bleibt das erstmal so. Ja, was machen wir? Erstmal wollte ich nochmal nach den Bienen gucken. Dann wollte ich was machen, was ich im letzten Part schon mal angesprochen habe. Das kann erstmal laufen. Bienen. Also ich habe ja eine Meinung vom Zuschauer gekriegt. Bienen ist in Ordnung, solange man es nicht übertreibt. Und wenn ich jetzt hier so einmal am Anfang und einmal am Ende vom Part da durchgucke, dann würde ich das jetzt nicht als übertreiben bezeichnen. Ja, ich höre Blaze. So, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr davon. Ich wollte jetzt auch schon, ich hatte mir jetzt eigentlich schon was zurechtgelegt zu Binny's Genetics, um so ein bisschen in die Genmanipulation der Bienen einzutauchen. Das Problem ist, dafür braucht man tatsächlich eine Aviary, weil man neuerdings nur Larven wohl manipulieren kann und nicht mehr die Prinzessin selber. Und ja, wir sind bisher noch lange nicht dabei, dass wir eine Aviary haben können. So, wir haben eine Cultivated Forest Prinzessin. Wir haben Cultivated Forest Drohne. Du bist eine Cultivated Forest Drohne. Das ist ungünstig. Forest Forest. Forest Meadows. Die sind alle relativ langweilig. Die Drohnen. Das ist auch Forest Forest. Hier haben wir nochmal Meadows Cultivated. Du bist eine Cultivated Forest. Dann kreuzen wir auf jeden Fall mal die beiden. Du bist eine Pure Forest. Kreuzen wir die mit der. Und du bist noch unbekannt. Du bist Meadows Cultivated. Da können wir doch glatt... Können wir doch glatt mal gucken, was dabei rauskommt. Und die eine Dingens... Achso, ich hatte hier noch eine Cultivated Common. Hier habe ich noch eine Common, die ich noch nicht analysiert habe. Du bist eine Common Forest. Machen wir das hier nochmal rein. Ja, jetzt habe ich im Prinzip die Common Bienen übersprungen und bin jetzt gleich zu den Cultivated gegangen. Das passiert manchmal, es kommt immer drauf an, wie die Mutationen sind. So, dann schmeiße ich hier jetzt nochmal. Du bist Forest Forest, langweilig. Dann habe ich jetzt alle analysiert. Das sind alles, so wie es aussieht, Pure Forest. Alle doof. Schmeiße ich einfach mal hin. Gut, wie gesagt, jetzt wollte ich erstmal was machen, was ich schon angekündigt hatte. Ja, und wegen dem Türersatz. Haut mich bitte kaputt, da habe ich es immer noch nicht nachgeguckt. Aber et Botania. Wie heißen die Dinger? Elementium. Elementium. Die gibt's einfach mit Off Revealing. Was ist mit Revealing? Keine Ahnung. Da braucht man einfach nur Elementium dafür. Und dann so, wie man sich das normalerweise macht. Warte mal. Jetpack
Attach. Achso, das Industrial Craft. Da kann man ein Jetpack dran anbinden? Das ist... Okay. Na gut, Elementium, das war jetzt einfach nur, genau, zwei Eisen. Wir hatten hier aber auch eine ganze Menge Ressourcen drin. Nee, ich mach mal nur zwei, das sind dann ein Stack Elementium, man weiß nicht, wofür man es vielleicht noch braucht, und wir haben im Moment die Ressourcen. Weil der Quarry eine ganze Menge abschmeißt. Ich bin zwischendurch auch mal offcam hingegangen und hab da... Oh. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber ich krieg tatsächlich doch das Eisen zurück. Ich dachte eigentlich, das wäre weg. Ich dachte eigentlich, das würde dann einfach verschwinden. Das habe ich euch ja auch so erzählt. Das wundert mich jetzt, dass ich hier tatsächlich doch das rauskriege. Mir wurde gesagt, das, was man nicht traden kann, das verschwindet dann einfach. So. Das hat gereicht. Jetzt haben wir zwei Stacks davon. Das schmeiße ich da aber rein. Genau. Und da kommt dann jetzt ganz viel Elementium raus. Und daraus können wir uns eine Rüstung machen. Die dann... Hier ist auf der Chestplate... Das steht hier nicht. Das steht hier echt nicht, wie viel Rüstung das bringt. Das ist ein doofes Modpack, dass es hier nicht steht. Aber ich bin stark der Meinung, die Elementium-Rüstung sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus in rosa, aber ich bin der Meinung, die hält mehr aus. So, dann jetzt noch Schuhe. Na, geh weg. So, dann haben wir das Ausziehen, das Anziehen. Ja, jetzt bin ich der rosarote Ritter von hinten. Wenn jemand die Anspielung kennt. Da sind Monster in der Nähe, ich kann nicht schlafen. Ist hier ein Monster? Hier ist doch gar kein Monster. Warum darf ich nicht schlafen? Irgendwo da ist ein Skelett, habe ich gesehen, ja. Nein, da. Ich darf nicht schlafen. Was soll denn das? Wenn ich das Bett dahin stelle. Jetzt darf ich schlafen. Also irgendwo muss da wohl was gewesen sein. Ja, ich sehe auch auf der Minimap irgendwo einen Zombie, aber ich habe keinen gefunden. Dann kann ich das Bett wieder hier hinstellen. Gut, was ich aber schon mal machen kann, auch wenn wir mit Genetics noch lange nicht so weit sind, einen Fermenter. Ja, ich habe sowieso, wir haben so viele Ressourcen. Drei. Zum Thema so viele Ressourcen. 1, 2, 3, 1. Induction Smelter. So, haben wir noch einen Hopper? Haben wir. Feine Sache. Ein Hopper drauf. Du hast einen Input von oben. Machen wir das so. Und dann kannst du auch ruhig nach rechts ausspucken. So.
Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte noch mehr Zahnräder machen. 6 sind jetzt auch nicht. Da ist gerade das Eisen ausgegangen. Ich könnte sowieso mal hier das ganze Zeug. Plastik. Ach, kein Platz. Das ganze Zeug hier einfach reinschmeißen. So, das, das, also das. Uranium-Ingot. Habe ich da Uranium-Erz reingeschmissen? Scheiße, das war wohl nicht beabsichtigt. So. Einundzwanzig Zahnräder, das reicht erstmal eine Weile. Den sind mir über die Study Machines ausgegangen. 24, das reicht für 3. So. Das könnte ich eine Fractioning Still oder eine Still machen. Ich mache jetzt einfach mal eine normale Still. Und zwar hierhin. Gott. Meine Axt. Das sollte noch weg. Die Axt kann wieder weg. Dann Covers. Und Fluxdukte. Ups, da wollte ich jetzt nicht hin. Da. 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 Dann kann ich hier gleich zumachen. Da. 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 Dann kann ich hier gleich zumachen. Wenn ich schon mal dabei bin, mache ich das hier gleich richtig. Und hier draußen. Da und da. 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 Dann kann sich keiner mehr beschweren, dass das hier hässlich aussieht. Na gut, sieht trotzdem noch hässlich aus, weil ich es gebaut habe. Ah, scheiße. Da komme ich aber ran. So, jetzt ist alles zu. Noch nicht ganz. Also ja, es ist alles zu, aber ich muss gleich wieder aufreißen. Der Baum hier ist eigentlich leicht im Weg. Macht er natürlich, nachdem er die Axt weggepackt hat. Mike ist intelligent. Ich weiß es selber noch nicht, wie genau das mit der Facecam aussieht. Ich habe das jetzt nur vorab mal im Vorschaufenster geguckt, aber jetzt nicht unbedingt eine Testaufnahme gemacht, weil wenn ich hier links rüber gucke zum Vorschaufenster, wirkt das hier auch nicht so, wie wenn ich jetzt direkt spiele und auf das Spiel gucke. Das Spiel sitzt unter der Cam und so. Muss man mal gucken. Hier muss ich nochmal aufreißen. Da. So, dann kann das weg. Die Maschinen kann ich hier schon mal platzieren. Fermenter und Stir. Dann brauche ich Fluidukte. Da und da. Dann brauche ich ein Servo. Da, der soll permanent laufen.
Dann hab ich hier nochmal das. Hoppa. Da. Das kann hier zu. Ja, warum mache ich das Ganze? Weil, ja, einerseits kriegt man dann nochmal einen anderen Kraftstoff raus, Ethanol. Andererseits braucht man den Ethanol auch später irgendwann für Binnis Genetics, um damit Sachen zu machen. So, gut, dass wir jetzt so viele Setzlinge haben, die wir nicht mehr brauchen. Oder, ja, gut, wir brauchen sie jetzt noch, um daraus Ethanol herstellen zu können. Chest. Das weg. Eigentlich reicht eine. Und hier draußen, hatte ich gesagt, war jetzt noch was zum Zumachen. Einmal da, einmal da. So. Dahin. Saplings rein. Und dann fehlt noch Fertilizer. Oder man könnte auch sagen Fertilizer. Und es fehlt Wasser. Ja, da sind wir jetzt aber wieder bei dem, was ich mal gesagt hatte. Ein Servo habe ich jetzt noch. Viadukte habe ich auch. Die Axt brauche ich nochmal. Dann hole ich mir das Wasser hier aus der, durch die Wand, aus der Spüle. Muss ich hier mal oben aufmachen, damit ich auch rankomme. Pieps. Ist schon wieder 3 Uhr. Ich nehme immer nachts um 3 auf irgendwie. Also nicht immer, aber sehr häufig. Wenn die Uhr pieps, gucke ich auf die Uhr, es ist 3 Uhr. Ach ja, Leute, morgen, also sprich heute, wenn das Video online kommt, heute Sonntag, das Video sollte gegen 14 Uhr online kommen. 2 Stunden später um 16 Uhr ist ein Stream geplant. Könnt ihr mal einschalten. Gespielt wird erstmal Super Mario World. Und ich habe auch auf Twitch schon einen Streamplan jetzt für die kommende Woche gelegt, weil ich da Urlaub habe. Und ja, wie es dann hinterher aussieht, Streamplan-mäßig steht da auch schon. Könnt ihr einfach mal reingucken. Komm ich da hin? Ja. Nee. Das war jetzt falsch. Ich glaube, das war falsch. Das sieht so komisch aus. Genau. So sollte das nicht. Macht er nicht. Egal. Dann bleibt hier erstmal so ein kleiner Pixel offen. Das ist jetzt gerade. Da müsste ich den Block abbauen und dann das Cover setzen und dann den Block wieder setzen. Wie ich es schon mal erzählt hatte. Hier genauso. Das bleibt jetzt erstmal so. So, dann von draußen noch zumachen. Und dann brauche ich noch Fertilizer. Was ist denn hier teilweise los mit meiner Steuerung? Ich habe mir eine neue Tastatur gekauft. Ich hoffe, das liegt nicht daran, dass die Tastatur jetzt rumspinnt. Das ist eine doofe Funktastatur, aber trotzdem. So, das. Ja, ich musste mir eine neue Tastatur kaufen, weil ich beim Einrichten meines Studios meine alte Tastatur eigentlich sauber machen wollte und beim Saubermachen habe ich die Leertaste kaputt gemacht. Da musste dann dementsprechend was Neues her. So, dann hier wieder runter. Ich
Es ist tiefste Nacht, das ist schön. Das heißt, mich killen gleich den nächsten Gegner, oder auch nicht. So, dann gehen wir schlafen. Ich raff's nicht. Hier drin. Nee, hier ist nichts drin. Ich raff's nicht. Wenn ich jetzt rausgehe, dann ist ja garantiert wieder kein Zombie hinter der Wand. Kann ja eigentlich nur hier hinter sein. Also sprich unterm Haus. Hier ist nichts. Wird mir aber angezeigt. Das ist irgendwie extrem uncool. Ja, und irgendwie spinnt echt meine Steuerung rum. Ich hoffe, das liegt nicht an der Tastatur, sondern irgendwie heute an meinem Computer. Ich hoffe, dass das dann beim nächsten Mal nicht mehr so ist. Fertilizer. Dafür brauche ich Appetite. Das habe ich genug. Appetite und Sand. Oder Asche. Asche habe ich nicht. Aber da wir genug Appetite haben, können wir uns das auch so machen. So, haben wir da einfach mal einen Stack rein. Hallo? Ich habe... Wo ist es? Da ist es. Ich habe gesagt, Stack da rein. Genau, jetzt macht er Sachen. Die Biomasse geht gleich hier rein. Und wenn genug da ist, jetzt fängt er an, daraus Ethanol zu machen. Und dann haben wir auch eine Leute, ich weiß nicht, was das soll. So. Dann bleibt das Bett jetzt halt einfach da stehen. Hallo Creeper. Ja, ich will hier wieder rein zu. Gut, jetzt haben wir das und das gemacht. Hallo? Schlaf du mal weg. Weglaufen ist gut, wenn ich eine fast leere Hungerleiste habe. So, das abbauen. Und in weiser Voraussicht, falls wir dann doch irgendwann mal mit Genetics anfangen, baue ich hier einfach noch ein bisschen mehr. Wir brauchen ja jetzt im Moment nichts, also nach Hause schleppen ist sinnfrei. So. Das ist jetzt eine Menge. Obwohl auch gar nicht mal so viel. Vielleicht werde ich dafür dann auch irgendwann später hier den Phytodingens benutzen, Phytogenic Insulator. Warum macht denn der nichts? Warum machst denn du nix? Ach, weil der keinen Sand hat. Haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Stack. Machen wir hier nochmal alles voll mit Kobelstein. Ich hatte hier jetzt auch schon, hier jetzt auch schon den Oxalisiv, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das on camera oder off cam gemacht hatte mit dem Sieve. Ich
Hatte ich hier was Neues reingetan? Nein. Wie sieht's denn hier aus? Das Ding ist leer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ach, ja, der hat hier wieder keine Setzlinge. Der hat hier schon wieder keine Setzlinge. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich könnte auch einfach mal eine Chest draufstellen und den Chest mit Setzlingen vollballern. Aber was soll's. Das da rein. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Na komm, geh da rein. Was ist denn hier? Ich könnte kotzen. Hier, Escape. Ich drücke Escape ohne Ende. Das seht ihr jetzt auf der Kamera nicht, weil die Kamera nicht auf meiner Tastatur fixiert ist. Wenn das echt an dieser scheiß Tastatur liegt, dann kotz ich echt irgendwann ab. Gut. Hier drüben passieren wundersame Sachen. Ich guck mal, ob ich... Hallo, geh! Ob ich irgendwas an Bonemeal habe? 60 Bonemeal. Vielleicht kann ich das Ding hier ja mal ein bisschen Turbo boosten. Man hätte sich ja auch einfach mal hier so ein Fertilizer hinsetzen können, der mit Bone Meal die Dinger schneller wachsen lässt, aber was soll's. Wäre nur noch ein weiteres Gerät, was ich nochmal anschließen müsste und nö. Da denke ich mir einfach nur nö. Hallo, ich gehe raus, danke. Achso, das habe ich Gras wachsen lassen. Und keinen Baum. Ist auch nicht schlecht. So, jetzt sind wir hier raus. Danke. Oh. So, wie sieht's hier aus? Der hat schon nicht mehr so viel. Das. Tja, dann gehe ich gleich nochmal gucken, was die Bienen machen. Die sollten... Hallo. Warum kann ich nicht gehen? Geh ich gleich nochmal gucken, was die Bienen machen. Und dann würde ich mal sagen, ist dieser Part hier beendet. Der ist jetzt bei 29 Minuten. Oh, der ist hier relativ langsam. Gibt's hier die Dinger nicht? Nee. Ich dachte, das gäbe es. Irgendwelche Glas, Kapseln oder so. Oder ich gehe hier nochmal durchgucken. Ob ich hier vielleicht irgendwie... Nein. Nein. Nee, diese Glasbottles, die werden wohl nicht funktionieren, sonst haben wir nichts. Machen wir uns halt einen Tank. Habe ich nicht.
Tank. Sehr wohl. Wir haben hier genug Ressourcen. 25. Tank. Invar. Wer ist hier jetzt fertig? Invar. Brauch ein Nickel, zwei Eisen. So. Eisen, Nickel. Das gibt Invar. Da ist auch schon eine Reception Coil drin. So. Du. Signalum. Ist alles außer das Elektron-Gear. Das könnte jetzt ein bisschen Overkill sein. Aber wie gesagt, wir haben ja die Ressourcen. Brauche ich jetzt noch ein Servo, da reicht der kleine. Und das ist ein Item-Duct, hier habe ich ein Fluid-Duct. Machen wir das dahin. Den Tank habe ich jetzt gar nicht, da ist er. Den Tank dahin. Eins, zwei, drei. Etwas groß geraten. Aber was soll's. So. Da passt jetzt einiges rein. Währenddessen kann ich das nochmal ablegen. Das und das. Und das. So, ich glaube, es wird hier draußen schon wieder dunkel. Aber hier sollte eigentlich alles soweit fertig sein. Nehmen wir uns die Bienen mit. Die sind alle grün. Na, gucken wir mal, was da rausgekommen ist. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, wir haben genug. Wir haben genug Honig, unten ist noch Honig. Ui, der ist leer. Und der ist fast voll. Also haben wir die Überproduktion ist doch wieder ausgeglichen. Aber der Speicher hat genug und das passt. So, das mal da reinhauen. 42, das reicht doch erstmal. Cultivated kann man. Cultivated. Die ist doch schon mal gut. Ja. Lebensspanne, Produktion ist alles noch nicht ideal. Cultivated Meadows. Das ist eine Pure Forest. Das ist eine Meadows Common. Forest Cultivated. Shorter, shorter, slower, slower. Slower Production ist eigentlich nicht das geilste. Wird fast slower. Was hast du? Slower, slower. Fast, fast Produktion. Das ist schon mal gut. Cultivated Meadows. Ich glaube, ich bringe die beiden dann mal zusammen. Hier haben wir eine Forest Meadows. Dann können wir vielleicht die beiden zusammenbringen. Das ist eine Forest. Was haben wir hier?
First cultivated. Ja, ich sag mal, eine Pure Cultivated zu kriegen ist eine Sache, aber dass auch die anderen Werte stimmen, ist schon wieder was ganz anderes. Also hier, die ist es hier, Pure, nee, ist Cultivated, kann man. Die hier war. Pure Cultivated, also hier, als Active und als Inactive Trade. Das Problem ist aber, solange die Lebensspanne und Produktion und hier andere Sachen oder auch hier die Fruchtbarkeit, solange die links und rechts unterschiedlich sind, kann es immer sein, dass man da die eine Drohne kriegt, die dann die und die Werte hat, eine andere Drohne hat dann wieder andere Werte und somit stacken sich die ganzen Drohnen dann auch nicht. Das ist immer ungesund. Das macht dann ruckzuck eine Kiste voll mit Drohnen. Habt ihr das hier? Ja, da seht ihr mich rumhantieren. Außerdem, wenn wir eine Fast... Ich meine, die Cultivated Bienen, das habe ich schon mal erzählt, die haben generell eine schnelle Produktion. Allerdings, wenn man jetzt aus einem anderen Bienenstamm hier die langsame Produktion mit reinzüchtet, dann muss man aufpassen, das ist nicht gut. Ich werde dann aber auch, sobald ich eine Pure Cultivated Prinzessin und Drohne habe, werde ich wohl den die restliche Zucht, dass ich da versuche, die Trades gleich zu haben, das werde ich dann wohl eher offcam machen. Hallo Skelett. Ach! Hier, ihr seht auch, dadurch, dass ich diese Rüstung habe, wenn mich jemand angreift, ich demonstriere das hier nochmal an der Spinne, wenn die Spinne mich jetzt gleich angreift, zack, dann fliegt manchmal aus meiner Rüstung so eine Pixie-Fee dahin und macht dem Gegner Schaden. Ach, und hier ist ein bisschen was zu essen und ein bisschen was anderes. Bei uns. Ich weiß nicht, ob man diesen Pixie-Dingens Schaden auch noch erhöhen kann. Dass wenn mich ein Gegner angreift, dass der dann gleich One-Hit gekillt wird von dieser Fee, die da rauskommt. Oder was es auch immer ist. Keine Ahnung, ob das geht. Weiß ich nicht, müsste ich mich mal genauer mit Botania beschäftigen. Ja, aber die restlichen Bienen, die kann ich hier nochmal wegschmeißen, die ich habe. Die waren ja Meadows Common, Meadows Forest und das. Die sind doof. Ja, dann muss ich mal gucken, was ich dann im nächsten Part in Angriff nehme. Ich wollte ja offcam auch nochmal nach einem Dorf suchen. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Aber ich überlege mir, was wir da noch machen können. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.